Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es um meine Haare und zwar meine roten Haare, was ich so verwende und was ich euch für Tipps geben kann und so weiter. Das erfahrt ihr jetzt und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, als ich mir die Haare rot gefärbt habe, hat es angefangen mit Magie Kontrast, weil meine Haare waren braun und ich musste sie natürlich blondieren. Und wenn man Magie Kontrast mischt, hält es auf und macht es gleichzeitig rot, so habe ich mir einen Schritt erspart. Und es war wirklich gut, es hat gut funktioniert, keine Frage, es hat super, es war knallrot, es war so hell, unglaublich. Natürlich waren meine Spitzen sehr beansprucht, deswegen sind sie auch ein ganzes Stück kürzer mittlerweile, aber ich wollte unbedingt wieder mein Rot haben. Dann habe ich ganz lange mit Directions getönt und mit Vermilion. Das ist wirklich ein super schönes Rot, wenn es frisch gefärbt ist, ist es genau der Rotton, den ich haben will. Aber es bleibt halt nur zwei Wäschen so und dann ist es schon wieder viel zu hell für mich. Das ist der Nachteil an Directions. Es wäscht sich viel zu schnell raus. Ja. Und dann musste ich spätestens alle zwei Wochen tönen. Und Directions ist nicht so schädlich für die Haare zwar, aber es war einfach anstrengend und nervig. Und deswegen habe ich noch eine Alternative gesucht und sie auch gefunden. Sorry, dass es schon so versifft ist, aber ich habe damit schon einmal getönt. Und zwar Illumen. Da habe ich die Farbe RR Pure at All, RR at All, wie auch immer. Das ist das pure Rot halt. Und das ist einfach göttlich, ja. Man muss es 45 Minuten lang einwirken, das ist ziemlich lange. Dann wäscht man es aus, dann macht man das Handtuch trocken. Und dann macht man dieses tolle Zeug hier drauf, und zwar Lock. Das ist die Farbversiegelung, die lässt man drauf, die riecht auch ganz schön nach Chemie. Und die macht man drauf, lässt die 15 Minuten einwirken, wäscht sie wieder raus. Ich wasche mir dann immer noch mal die Haare, weil die werden so komisch durch dieses Lock. Und danach hält das Ganze endlich 4 Wochen. Und ich muss eigentlich nur nachfärben. Klar wird es auch ein bisschen blasser und so. Und mein Ansatz kommt natürlich dann irgendwann raus. Aber das kann ich euch so ans Herz legen, weil 4 Wochen und im Gegensatz zu 1,5 Wochen, es ist wirklich so gut und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es meine Haare extrem angreift. Man merkt es auch überhaupt nicht auf der Kopfhaut, Directions halt auch nicht. Aber das hält halt so gut, wirklich. Es gibt da natürlich auch andere Farben. Es gibt andere Knallfarben und es gibt auch ganz normal Brauntöne, Blondtöne, wie auch immer. Aber das Rot ist wirklich ein Traum. Es ist wirklich so gut. Ich kann es euch nur empfehlen, nur ans Herz legen. Der einzige Nachteil der Lumen ist, man bekommt es halt sehr schwer wieder raus, wenn man doch vom Rot wieder weg will, weil ich halt mein Rot liebe. Habe ich mich dazu entschlossen. Ich möchte erstmal nicht vom Rot weg und braun überfärben kann man trotzdem. Es schimmert halt rot durch, aber das würde ich nicht schlimm finden. Und deswegen kann ich euch Lumen auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Falls ihr mal wollt, dass ich euch mitnehme, wenn ich mir die Haare färbe, töne, wie auch immer, dann lasst mich gern wissen, aber im Grunde ist es keine große Prozedur wie jetzt, also nichts anderes wie bei anderen Haarfarben, auch außer, dass man halt diese Farbversiegelung drauf machen muss. Aber das ist im Grunde wie eine Kur, die man aber halt eine Viertelstunde einwirken lassen muss. Und was ich euch noch erzählen wollte, was eine super Pflege ist, ein bisschen Farbe auch abgibt, gibt es jetzt neu bei DM von Keralog Care, die Kur mit Farbauffrischung für rotes Haar. Und da hat man so 2 Öffnungen, einmal rot und einmal Kur. Und da kann man hier oben auch einstellen, wie viel Kur man will und wie viel Rot da rauskommen soll. Und das ist ganz gut. Das hat meine Haare mega gepflegt. Meine Haare waren danach super weich und super glänzend. Und ein bisschen Farbabgabe war auch drin. Nur ich habe schon voll viel von dem Rot verwendet für einmal. Und so viel ist schon weg. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das fand ich wirklich super gut. Und ist als Farbauffrischer vielleicht zwischendurch mal ganz gut. Aber wie gesagt, mit dem Illumen brauche ich das gar nicht so krass, weil es einfach mega gut hält. Also ich hätte nie gedacht, ich habe es schon fast aufgegeben. Also weil mich mit dieses Getöne, klar, man gewöhnt sich irgendwie ein bisschen auch dran. Aber irgendwann dachte ich so, es geht mir so auf den Sack und ich muss schon wieder tönen. Und es sieht schon wieder blöd aus, weil man will natürlich auch, dass die roten Haare schön aussehen und leuchten. Aber es ist halt schwierig. Aber jetzt habe ich auch das Rot, was mir gefällt, was ich gern hätte. Und Illumen for President. Ja, falls ihr auch rote Haare habt und Tipps dafür, wie es länger hält und so weiter, lasst mich auch gerne wissen, da bin ich sehr neugierig. Und ich kann euch, wie gesagt, Illumen wirklich nur ans Herz legen. Ich habe echt noch nichts Besseres gefunden, was vor allem auch nicht so schädlich ist und trotzdem so lange hält. Also da Daumen nach oben, Goldwell, Top Arbeit.
Ja, dann war es das von meinen Tipps für rote Haare. Directions ist halt auch gut, wenn man zwischendurch einfach nochmal so ein paar, vielleicht einen anderen Rotton auch reinhaben will. Das ist ganz gut dafür, weil da gibt es natürlich mehrere. Das finde ich ganz cool. Aber wie gesagt, und es färbt ab. Oh Gott, es färbt so ab. Directions, meine Kissen, ich möchte es euch nicht zeigen. Mein Bett ist da, deswegen habe ich da gerade hingeguckt. Die sind, das färbt so ab. Unglaublich. Und es geht zwar raus grundsätzlich, aber es ist so nervig. Ich habe immer ganz am Anfang dann auf Handtüchern geschlafen und so. Elume überhaupt nicht. Wenn man die Haare wäscht, es geht zwar raus, man merkt, okay, da geht Farbe raus, aber man merkt es nicht so, wenn man sich dann anguckt im Spiegel und es färbt halt nicht ab. Also du hast es nicht an den Händen, du hast es nicht im Nacken, nicht auf den Klamotten, nicht auf dem Kissen. Wenn man sich die Haare allerdings färbt, ist es eine Riesensauerei. Da geht es voll schwer wieder ab aus von der Haut. Da kommt dann wieder die Vaseline ins Spiel, dass man sich die auf die Haut macht. Aber sonst ist das nehme ich alles in Kauf dafür, dass es einfach länger hält und hinterher nicht mehr abfärbt. Also, falls ihr also auch Tipps habt für rote Haare, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Da bin ich sehr neugierig. Ja, und dann wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao!